Eine Erbschaft? Für uns? So ist es. Ihr Onkel hat das Zeitliche gesehen. Onkel Abigail! Er ist tot! Averill, wir sind ihm nie begegnet. Wir sind ihm nie begegnet. Das ist ja noch schlimmer. Ich werde Ihnen das Testament vorlesen. Ich, Abigail Dalton, hinterlasse meinen ganzen Besitz meiner Neffen George, Jack, William und Averill Dalton. Sie sind hiermit die offiziellen Besitzer von... Millionen Dollar! Einem Goldschatz! Einer Ölquelle? Von Margarete. Eine Kuh? Ja, Ihr Onkel war ein Bankräuber und ein Farmer. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden... Ich schicke Ihnen die Rechnung für meine Umstände. Leben Sie wohl, meine Herren. Aber, warten Sie! Hey, das hier ist eine Strafanstalt und kein Kuhstall! Schön, Margarete bleibt hier, aber die Verantwortung für Sie übernehmen die Daughters. Hey, dieser Esel macht Lust auf einen Country-Ausflug. Tony! Wir werden gut auf dich Acht geben, kleine Muku. Ich mag sie ja am liebsten medium rare mit einer Portion Pommes frites. Ha, ich schicke diese wandelnde Milchtüte zurück nach Arkansas, wo sie hingehört. Oh ja, hehe, das ist die Idee. Sie hat Depressionen, Mr. Peabody. Sie hat Heimweh. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir bringen Sie zu Ihrer grünen Wiese zurück und kommen dann wieder her. Und nur wir können Sie dahin bringen, denn wir sind Ihre legalen Besitzer. Ihr wollt, dass ich euch mit der Kuh gehen lasse und am liebsten auch noch ohne Bewachung? Ja, eine Kuh muss dort sein, wo sie hingehört. Ich finde, sie sieht nicht gerade depressiv aus. Wie Sie sehen, hat sie diesen unbändigen Drang, zu ihrer Heimatwiese zu kommen. Ich würde sagen, sie möchte nicht hier weg. Tada! Wir haben eine kleine Überraschung für Margarete. Ein Domizil, das wir extra für dich gebaut haben. Ja, Heidi! So ein verflucht blödes Rindvieh! Ja! Hey, du darfst Margarete nicht reizen, Joe! Sie hat ihn doch tatsächlich auf die Hörner genommen! Die könnte glatt eine Mauer umhauen! Eine Mauer umhauen? Was wollt ihr? Margarete muss mal Pipi. Ihr kennt den Plan. Wenn sie auf mich zurennt, dann zieht ihr. Wichtig ist, dass sie die Wand durchbricht. Alles klar, Joe. Na komm, Margarete. Hopp, hopp, hopp. Hallo. Ach, du dämliches Rindvieh, nutzloses Stück Fleisch mit Hörnern, du gehörst in den Suppentopf. Doch, wenn meine kleine Kuh nicht 12 Stunden Schlaf bekommt, dann rührt sie keinen Huf. Halt deine Klappe und red mir nicht dauernd dazwischen. Es klappt, vergesst nicht zu ziehen. Schneller als wir, Joe. Wir rechnen später ab. Holt mich hier raus. Alarm! Die Kuh und die Gefangenen sind ausgebrochen. Oh, Feuer! Die Herde ist ausgebrochen. Bitte keine dummen Bemerkungen. Ich bin lange nicht mehr geritten. Oh, da ist ja die ganze Familie. Margarete ist einfach nicht zu finden, Mr. Peabody. Und kein Zeichen von den Daltons. Reiten wir zurück. Wir suchen morgen weiter. Juhu! Wir haben sie abgehängt. So, jetzt müssen wir nur noch die blöde Kuh loswerden.
Hör auf, Margarete, das kitzelt! Wir locken sie da runter und schleichen uns leise davon. Ich warne dich, meine Muku hasst es, reingelegt zu werden. Gebt mir eure Sachen. Warum hast du sie so angezogen, Joe? Und warum gehen wir zurück ins Gefängnis? Wir klopfen an die Tür, verstecken uns. Sie finden die Kuh, sie denken, das ist ein neuer Gefangener. Und wir sind frei. Lass uns los, du blödes Rindvieh! Die Daltons! Margarete hat sie zurückgebracht. Ich wusste gar nicht, dass Kühe wie Schäferhunde sind. Ach Mann, was für ein trauriges Ende. Ich finde es ausgesprochen fröhlich. Ah, die Kuh, die lacht, bringt mich zum Lachen.